Religionssensible Erziehung. Das katholische Kinderzentrum St. Josef in Stuttgart will seinen jungen Bewohnern eine religiöse Heimat geben, egal welcher Konfession sie angehören. Ich möchte, dass jedes Kind für sich so eine Geborgenheit im Leben erfährt. Das ist eigentlich mein wichtigster Wunsch. Dass kein Kind sich alleingelassen fühlt. Und wir haben ja nun auch in den Wohngruppen die Kinder, die herausgefallen sind erstmal aus so einer Geborgenheit, und gerade die, glaube ich, brauchen das. Oh, meine Apokalypse. Sarah schreibt einen Versöhnungsbrief an ihren Zimmernachbar. Sie lernt soziale Werte. Auch das gehört zum Erziehungsprogramm des Hauses. Dass die Kinder lernen, dem Leben gewachsen zu sein. Und gewachsen zu sein, da braucht es Wurzeln, da braucht es Wachstum, da braucht es Verankerung. Es braucht aber gleichzeitig auch Möglichkeiten, mit Widerständen umgehen zu können oder auch verletztes Leben, dass da wieder Heilung geschieht. Wie ist Gott und wer ist Gott für mich? Das kann mir helfen, dass das Leben gelingt. Die Kinder lernen andere Religionen kennen, sich tolerant gegenüber ihnen zu verhalten, und sie lernen die eigene Religion über feste Rituale zu leben. Das sind so Karten, und dann darf das Kind dann ziehen, und dann tun wir das dann lesen, und dann geht man ins Bett. Zeig! Beim Vorlesen aus der Kinderbibel versuchen die Erzieher, auf die religiösen Fragen der Kinder einzugehen. Wichtig ist mir nicht nur, dass man wie ein Kochbuch religiöse Elemente traktiert, sondern dass Religion lebt und dass es zur Sprache kommt. In einer gemeinsamen Abschlussfeier vor den Sommerferien sind auch die Eltern eingeladen, die religiöse Erfahrungswelt mit ihren Kindern zu teilen. Religiöse Erziehung ist auch Elternrecht. Also die Eltern haben da das erste Bestimmungsrecht darüber. Das heißt, dass wir offen sein müssen. Offen für das, was die Eltern uns bringen, was die Kinder bringen. Und dass wir das fördern wollen, um den Kindern Halt zu vermitteln, um denen Lebenssinn zu vermitteln, Lebensfreude.